starten heute nochmal mit der Peperomia. Hier mit der Raindrop. Das war mal ein Blatt gewesen, das wir vermehrt haben und das ist daraus herausgewachsen mittlerweile. Wir hatten es vor noch gar nicht langer Zeit hier eingepflanzt in aufgedüngtes Substrat tatsächlich. Und ich habe gerade nachgemessen, Mikrosiemenswert 400, pH 6,4. Das heißt, es ist okay. Wir haben aufgedüngtes Substrat, wohlgemerkt. Ne? Das sollte eigentlich Langzeitdünger ständig Nährstoffe abgeben. Aber nun ja, so, was macht der Detlef jetzt? Ja, pass mal auf. Ich schneide jetzt einfach mal die Triebe alle zurück hier. Denn ich möchte mal Neues ausprobieren. So ist das nun mal. Wenn du schon viel gemacht hast, dann willst du auch was Neues ausprobieren. Ich lasse ungefähr ja, zwei Blätter bzw. zwei Blattachseln stehen. Also Augen, Knospen in dem Sinne. Einfach mal um zu gucken, wie die Pflanze darauf reagiert. Denn bei dem Peperomia Raindrop ist es so, nach einer gewissen Zeit fangen die an, in die Höhe zu wachsen. Und dann mag ich sie nicht mehr so vom Aussehen her. Und von daher möchte ich mal gucken, ob wir sie kompakt halten können. Kompakt, dazu schauen wir uns gleich die ältesten Pflanzen an, die wir haben, die wir selber vermehrt haben. Wer sich noch daran erinnert, in dieser Schale, weißt du es noch? Ja, also das, ich habe jetzt lange Zeit gar nicht nachgeguckt. Gut, ich gieße ja und so, aber ich habe nicht so richtig konkretes Auge drauf geworfen in dem Sinne. Und das machen wir gleich mal gemeinsam. Lass uns mal überraschen, wie die sich dann jetzt entwickeln. Also mir macht es mehr Spaß tatsächlich jetzt diese zu bewurzeln und wieder neu einzupflanzen. Das ist eine schöne kompakte Pflanze, ne, als wenn sie hochwachsen. Ich habe nämlich eine, die ist hochgewachsen, die ist jetzt umgeknickt. Die sind alle abgebrochen, weil es wurde einfach zu schwer. Ist so. Ne? Und von daher, ach so, übrigens, ja gut, da können wir dann auch beobachten, wie die jetzt reagiert, nachdem sie abgeknickt ist. Das zeige ich euch dann bei Gelegenheit mal kurz. Ach so, noch gar nicht fertig. Moment, halt, ich bin viel zu flott. Ja, ist so, wenn du so früh aufstehst, ne? Hör mal auf. Und zwar, hatte ich gesagt, wir haben 400 drin, also wir gießen jetzt 1000 hier rein. Wir dürfen wieder Wasser nachfüllen. Wir behandeln sie einfach mal als Starkzehrer hier, ne? Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann so entwickelt. Am besten wachsen sie übrigens am hellen Fenster ohne Sonnenschein. Da wachsen sie tatsächlich am besten. Sie wachsen auch unter Zusatzbeleuchtung, aber nicht ganz, ich sag's mal, 100%. Ne? Sie wachsen auch wunderbar, aber am hellen Fenster tatsächlich am allerbesten. Und das sehen wir gleich auch bei unseren zuerst herangezogenen Babys von damals. Wenn man erstmal so ein Sammelsurium an Pflanzen hat, ja, dann kann man sehr viel erleben. So, wir haben hier unseren Weihnachtsstern. Den haben wir mit Blattglanzspray damals vor kurzem eingesprüht, weil hier eine Schildlaute, bzw. zwei dran waren. Die Schildlaute sind nicht wiedergekommen. Die Pflanze ist kräftig grün. Ihr geht es richtig gut. Sie hat also in keinster Weise unter dem Blattglanzspray gelitten. Ja, dass wir das mal so mitnehmen, kurz am Rande. Ne? Denn wenn man irgendwas macht, dann will man auch wissen, ne, inwieweit entwickelt sich das denn dann weiter? Ne? Und von daher zeige ich das jetzt mal ganz kurz hier als Update unseren Weihnachtsstern, der wunderschön weiter wächst. Also dem hat das tatsächlich überhaupt nichts ausgemacht und die Tiere sind tatsächlich verschwunden. Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Bitten wir uns gleich ein bisschen mehr mit den Peperomias oder zu dem in dem Sinne. So, hier brauchen wir noch nicht gießen. Ich sehe aber gerade, hier habe ich meinen Trieb abgeknickt. Okay, nehme ich den mal ab. Da ist nämlich die... Da ist ein bisschen braun geworden, aber der lebt trotzdem noch. Okay. Ja gut, im unteren Bereich. Ach, guck mal, es wird Herbst. Ist gerade ein Blatt gefallen. Ja, okay, den lege ich mal an die Seite. Mal gucken, was ich gleich damit mache. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Oh, egal. Komm, wir starten jetzt einfach mit unserem Peperomia Raindrop, um mal zu sehen, wie sie jetzt so gewachsen sind, wie sie sich verhalten, reagieren in dem Sinne, was sie vertragen, was sie gebrauchen, um bestmöglichst wachsen zu können. Ja, es gibt immer wieder mal so Phänomene, wenn Pflanzen in kleinen Töpfen stehen, wie sie auch darauf reagieren. Das ist richtig cool. Manche machen dann ja Wachstumsstopp in dem Sinne, ne? Oder wachsen minimalistisch, aber es gibt auch Pflanzen, gut, die wachsen dann auch langsamer, aber, bei manchen Pflanzen ist das gut so, dass das so ist und das schauen wir uns gleich etwas näher an. Es geht weiter mit unseren Peperomia Raindrop. So, das ist das Schätzchen, was bei uns im Badezimmer steht, am hellen Fenster und wir sehen schon, sie entwickeln dementsprechend auch mächtig große Blätter. Wobei das hier der Kopf ist. Der Kopf von, ich zeige es nochmal ganz kurz, hier haben wir gestern gesehen, sind wir ja drauf eingegangen, von unserer Variegata-Form.
Das Schätzchen wuchs hier oben drauf, haben wir abgeschnitten, bewurzeln lassen im Wasser, hier eingepflanzt und wir sehen, bei Kopfsteckling hast du von vornherein kräftige Pflanzen, dass wir das optisch nochmal so mitnehmen können. Die gehören also zusammen in dem Sinne. Was wir hier sehen, ist halt der Kopf von dem Ganzen, von der ganzen Pflanze. Ja, Mikrosiemenswert 500, pH 4,5, Restwasser habe ich gerade rausgegossen. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen höher aufdüngen bei 1000 Mikrosiemens hier. Wie wir das handhaben, ne? Denn sie vertragen auch 1000. Ist nicht zwingend notwendig, wie wir sehen. Ist nicht zwingend notwendig, ne? Aber ja, sie vertragen es und wachsen dann nochmal einen Tacken besser. So, dann nehmen wir das Schätzchen jetzt. Oh, ist aber heftig gewachsen, ne? Das ist also, wie gesagt, steht am hellen Fenster. Da wachsen sie tatsächlich am besten. Am hellen Fenster stehen auch die Schätze. Warte mal, gucken wir, dass sie jetzt so hinbekommen. Tada! Ja, da sind sie. Unsere Peperomia Raindrop oder der Wald, Peperomia Raindrop Wald. Nach wie vor hier in der Schale, kriege ich das jetzt einfach mal so hochgehoben, ich versuche es mal. Will ich irgendwo zwischenpacken hier. Da steht hier Untersetzer in Untersetzer. Ne? Hier sind Löcher drin im Untersetzer. Und sie stehen seitdem hier drin, seitdem, oh, jetzt muss ich aufpassen, seitdem wir das damals gemacht haben. Oh, nicht so einfach. Ja, kriegen wir schon hin. Okay. Seitdem wir das damals gemacht haben, stehen sie hier tatsächlich drin. Also das ist so genial anzusehen. Sie wachsen verhalten, kompakt, schöne große Blätter. Also das ist eine coole Sache. Sie haben allerdings, das kann man jetzt erkennen vielleicht auch, ein bisschen Nährstoffüberschuss, kannst du sagen. Denn wenn du dir mal die Blätter hier oben anguckst, die neuen, die sind so ein Hammer, so ein Hammergrün, das ist also, hat man Fingernagel daneben, ne? Das ist schon heftig. Also es ist ein dunkleres Grün, geht bald gar nicht mehr. Von daher, ne, sie vertragen es. Was hier genau drin ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich könnte mal ein bisschen was reingießen hier bei 500. Mal gucken, ob wir gleich nochmal, oder ich messe das dann gleich nochmal, dann sage ich euch das. Hier gieße ich in der Regel auch immer 500 rein. Ne? Aber der Wert wird höher. Weiß Bescheid, ne? Wasser verdunstet und so weiter und so fort. Von daher sollte man ab und zu auch mal weniger oder gar nicht düngen, ne? Gut, da bin ich jetzt gleich mal gespannt, was sich dort tatsächlich zeigt. Also ist schon interessant, wie Pflanzen so reagieren. Ne? Wie gesagt, das waren damals Blattstücke, wir haben Blätter zerschnitten, ne? Haben sie ins Sphagnummoos bewurzeln lassen, haben sie dann hier eingepflanzt gemeinsam. Und hier ist übrigens auch die Variegata-Form entstanden, in dem Horst hier. Das ist schon eine coole Geschichte, dass also alles normal grün wächst und eine dabei einfach mal variegiert herauskommt. Ne? So, okay, ich denke mal, mehr brauche ich jetzt nicht dazu sagen. Wie gesagt, helles Fenster, ohne Sonne, da wachsen sie tatsächlich am besten. Ja, und auch interessant, dass sie jetzt also nicht so geschossen sind, ne, sondern richtig schön stabil auch hier drin stehen, weil es eben ganz viele sind, ne, und wenig Wurzelraum. Und sie kommen damit zurecht, wenn sie versorgt werden mit Wasser und Nährstoffen. Dann klappt das wunderbar. Okay, also, ich glaube, dann haben wir das jetzt mit den Raindrops soweit durch. Wenn nicht, dann, aber ich glaube schon. Das Coolste war also wirklich auch jetzt der Kopfsteckling, ne? Einfach abschneiden, bewurzeln und dann hast du von vornherein eine richtig kräftige Pflanze. Achso, nachmessen wollte ich ja kurz noch. Das mache ich dann just nochmal, wie das dann jetzt hier ausschaut. Ich darf wieder Stecklinge bewurzeln. Ja, nicht weil ich sie habe, sondern weil ich sie verschenkt habe. Ich hatte ja in diesem Glas, nee, in dem nicht, im anderen Glas ist sie jetzt unterwegs, welche bewurzelt. Und zwar hatten wir das so gehandhabt, wir hatten hier einfach ein bisschen, ich mache es jetzt nochmal, so eine Teelöffelspitze ungefähr, ne? Urgesteinsmehl rein und dann gleich Wasser dazu. Ich stelle das erstmal rein, damit ich weiß, wie viel Wasser ich reinfüllen muss. Das hat letztes Mal wunderbar funktioniert auf die Art und Weise. Deswegen mache ich das einfach nochmal. Ne? Einfach nochmal. So, und hier kommt rein. Jawohl, reines Wasser. Bei uns Osmosewasser. Kannst auch destilliertes Wasser nehmen. Es hat also wirklich genial geklappt mit dem Urgesteinsmehl. Das war so eine fantastische Sache. Schade, dass ich jetzt nicht mehr zeigen kann. Ne? Wie gesagt, die sind jetzt weg. Weg, verschenkt. So, okay. Dann habe ich demnächst wieder ein kleines Geschenk, wenn ich Besuch bekomme. Das ist immer eine schöne Sache, ne? Vor allem, die sehen dann auch schon richtig schick aus, wenn man Kopfsteckling hat. So, ganz kurz nochmal gezeigt, hier die Wildorchidee. Nach wie vor macht sich wunderbar. Die Wurzeln wachsen kräftig. Ich habe es noch nicht abgeändert, wie man sieht. Das ist noch so geblieben. So, ist aber nicht so schlimm. Es läuft. Jetzt kommen wir zu der Pilea peperomioides, der UFO-Pflanze. Das ist nämlich eine ganz andere Pflanze als die Peperomia Raindrop hier. Auch wenn man denken könnte, sie sehen doch gleich aus. Nein, tun sie nicht. Und von daher wachsen sie auch ganz anders. Soll ich gleich mal zum Vergleich zeigen, wie sie im Normalfall wachsen würden. Hier wollen wir ja nachgucken, was Sache ist, weil die Blätter immer kleiner werden. Ja,
Ja, ich hole sie mal ganz kurz rein, aber nur ganz kurz. Zeige ich sie einmal zum Vergleich, dass man sehen kann, wie sie normalerweise wachsen würde vom Habitus. Warte mal, ich habe noch eine, die stelle ich mal nebeneinander dann. Okay. Didum, didum, didum. So, jetzt sehen wir den normalen Habitus von der Pilea peperomioides. Das sieht nämlich so aus. Die Pflanze steht draußen hier. Ich nehme die jetzt mal an der Seite, dass man jetzt mal den Vergleich gesehen hat. Das ist schon, ne, ein enormer Unterschied. Allerdings hat sie nicht den optimalen Standort. Sie bekommt Sonne ab mittags. Es hat sich so herausgestellt, dass das nicht so gut ist. Ist aber nicht so schlimm. So hatte ich sie wenigstens immer unter Kontrolle. Ja, aber sie hat es verkraftet. Das Schöne ist, dass sie also sehr kompakt wächst, nicht so langstielig wie diese hier, sehr kompakt, und sie bildet ganz viele, schon fast unzählige Babys aus. Das holen wir uns jetzt noch ein bisschen näher ran, wie das ausschaut. Also schon interessant, ne? Draußen und drinnen, wie unterschiedlich die Pflanzen wachsen können. So, ich ziehe das mal ein bisschen näher dran. Ich denke mal, das kann man so schon sehen. Jawohl, guck mal. Das ist also schon ziemlich heftig. Sehr kompakt gewachsen, also wenn man sieht, dass ein Blatt nach dem anderen kommt hier raus, ohne Stiel fast, kannst du bald sagen, wie so eine Rosette. Ja, also das ist schon Hammer, dass man so einen Unterschied tatsächlich hat zwischen drinnen und draußen in dem Sinne. Sie hat allerdings ein Problem, deswegen will ich sie ganz schnell wieder rausbringen. Sie bekommt hier in der Mitte immer Blattläuse. Dummerweise genau an den frischen Blättern. Und wenn die dann rauskommen, die sehen dann nicht mehr so schön aus, die Blätter. Die letzten Blätter hatte ich auch abgeknipst deswegen. Ja, so ist er draußen und drin, ne? Aber ist schon heftig. Gut, sie hatte auch ein bisschen gelitten. Sie hatte mal Starkregen mit Hagel abbekommen. Aber wenn man so sieht, die Babys, die da drin wachsen, ne? Das ist schon ziemlich cool anzusehen. So, wenn sie später mal reinkommt, dann werde ich sie natürlich unter Quarantäne erstmal nehmen. Deswegen jetzt ganz schnell wieder raus, damit wir mal den Unterschied gesehen haben. Okay, jetzt war natürlich die Frage, umpflanzen oder nicht. Ich habe gerade nachgemessen, pH 3,2, Mikrosiemenswert 1500. Das ist natürlich, Mikrosiemenswert ist okay, da brauchen wir uns, ist nicht so schlimm. Wir vertragen viel. Nur der pH-Wert 3,2 ist natürlich zu niedrig. Wir hatten sie damals schon mal nur mit Leitungswasser tatsächlich gegossen. Aber das ist jetzt mal so richtig interessant. Es sind also auch kalkliebende Pflanzen. Wir werden das jetzt hier machen, dass wir auch hier tatsächlich mal Urgesteinsmehl mit reinlegen in das Ganze. Und dann befüllen wir das gleich wieder mit Nährstoffen. Vielleicht kann man es so erkennen. Also ist schon heftig durchwurzelt das Ganze, ne? Das ist schon, ja, eigentlich sollte man sie umtopfen. Ich werde es jetzt aber noch nicht machen. Nicht, weil ich zu faul bin dazu, nein, sondern weil ich wissen möchte, wie reagiert die Pflanze darauf jetzt, wenn sie Urgesteinsmehl bekommt. Das ist übrigens unsere älteste UFO-Pflanze, die wir haben hier. Was wollte ich jetzt reinmachen? Moment, wo haben wir denn? Da, nee, auch nicht. Ach, jetzt ist wieder alles alle. Okay. Wo ist das? Ich sage es dir. Gut, dann setze ich mal eben neue Düngerlösung an. So wie wir das handhaben. Ohne zusätzlich nochmal Leitungswasser. Ganz einfach, weil ich mal ausprobieren möchte, wie sieht das denn aus jetzt, wenn wir tatsächlich Urgesteinsmehl einfach dabei packen. Oder gegebenenfalls Eierschalen. Ne? Aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal ein Ei zu pellen. Lol. Glücklicherweise war die Düngerlösung leer, denn da konnte ich mir jetzt auch nochmal Gedanken machen. Wir hatten ja damals, wie gesagt, schon mal nur Leitungswasser hier reingegossen. Ich habe jetzt genommen, ich habe es auch aufgeschrieben, nur Leitungswasser und das Ganze aufgedüngt. Wir haben 2 Milliliter auf 1 Liter Wasser von dem Compo Grünpflanzen- und Palmdünger dazu geführt und kommen auf 1000 und 1000, irgendwo steht es da, 1200 Mikrosiemens, pH 6,9. Der Wert wird sich jetzt aber nochmal verändern, weil wir das jetzt hier durch das Substrat durchgießen, ganz klarer Fall. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal gucken, wie die Pflanze jetzt darauf reagiert. Ja, ist so, ne? Versuch macht klug. Vor allem wäre ja auch interessant zu erfahren, ob der pH-Wert tatsächlich auch wieder abdonnert, wenn wir hier tatsächlich nur Leitungswasser nehmen, ne? Die Frage stand ja auch mal im Raum und dann sind wir das heute einfach mal angegangen, bei der Pflanze zumindest schon mal. Mal gucken, ob ich gleich noch eine finde, wo ich das ausprobiere. Und dann würde ich sagen, lass uns überraschen, wie der Schätzchen jetzt hier drauf reagiert. Ich meine, es ist wunderhübsch gewachsen, auch hier mit dem Stämmchen hier. Das ist eine richtig schicke Sache. Von der Seite kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also das ist soweit okay. Aber wie gesagt, irgendwann hat es ja aufgehört, richtig zu wachsen. Oder mal gucken, wollen wir mal gucken, ob das dann jetzt besser läuft und vor allen Dingen, wie es dann läuft. Umpflanzen können wir immer noch, ne? Sie läuft uns ja nicht weg hier. Von daher ist das soweit ganz okay. Soll ich das mit der vielleicht auch machen hier? Hör mal auf, das machen wir.
Da machen wir das mit der jetzt auch hier. Die muss ich sowieso gießen hier und von daher wollen wir mal gucken, ob die sich dann auch noch mal besser entwickelt. Ne? So, die steht allerdings bei uns am hellen Fenster hier und die steht im Dschungel. Das Schätzchen hier, ne, steht im Dschungel bei Zusatzbeleuchtung und die hier, wie gesagt, am hellen Fenster. Ja, okay, dann weiß Bescheid. Hoffentlich vergessen wir das nicht alles, du. Weil das ist auch mittlerweile so viel. Aber ich denke mal, bei so kleineren oder bei einigen Sachen, die wir jetzt mitnehmen, die wir intensiver dann auch angehen, ich denke mal, dann sollte man das nicht vergessen. Ne? Okay. Wie sehen denn meine Peperomia Watermelon aus? Das ist jetzt ein Blatt davon. Sieht cool aus, richtig schick. Relativ in dem Sinne, aber pass mal auf, was du jetzt sehen kannst gleich. Ja, das ist nämlich mega interessant. Ich sag's dir doch. Tada! Ach, siehst du gar nichts, guck mal. Gestartet haben wir das Ganze am 6.9. Vermehrt durch ein Blatt, das wir bewurzelt haben. Und das Ganze sieht jetzt so aus. So, da ist noch ein Blatt. Auf, tada! Jo, schick, ne? Frag mich nicht, was damit los ist, du. Auf jeden Fall eine mega coole Erscheinung. Ich wollte es schon etliche Male weggeschmissen haben. Aber ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ich meine, man sieht, sie ist heftig gewachsen. Ne? Heftig, also wirklich. Ein Blatt nach dem anderen in dem Sinne. Aber die sind nie wirklich gewachsen dann in dem Sinne. Lol. Ja, das nehmen wir heute einfach so mit. Mal gucken, ob wir nochmal rausbekommen, woran das tatsächlich liegt. Ich habe mal noch die Hoffnung, dass das von alleine irgendwie sich mal abwandelt oder abändert oder wie auch immer. Ich drehe das Ganze nochmal so ein bisschen, dass wir es rundherum sehen können. Also es ist schon eine heftige Erscheinung, muss ich sagen. Ne? Richtig heftig. Ja, so ist das manchmal. Ne? Da staunst du. Ich aber auch, das sage ich dir. Ja, okay. Jetzt die Frage natürlich, ups, jetzt ist natürlich die Schärfe erstmal weg. Mal dahinter packen. So. Ja, was machen wir damit? Sollen wir das einfach so lassen? Ich glaube, irgendwie müssen wir doch mal reagieren. Ne? Ich habe noch eine, die wächst auch semi. Ach, das ist. Irgendwie habe ich es mit den Dingern nicht, du. Aber das war von Anfang an schon so gewesen. Ach so, im Dschungel steht ja auch noch eine, die Mutterpflanze tatsächlich. Die sahen von Anfang an damals schon ganz merkwürdig aus, als ich sie geschenkt bekommen hatte. Und das hat sich jetzt daraus entwickelt. Ich meine, es wäre ja ganz hübsch, wenn die Blätter, die sich dort entwickeln, jetzt ausreifen würden. Und das Ganze sich entfaltet. Und dann hast du schöne kleine Blätter. Ne? Das sähe ja schick aus, aber die trocknen dann mit der Zeit immer wieder ab, die Blätter. Ja, okay. Ich nehme das Schätzchen gleich mal ein bisschen näher zur Brust und dann mal gucken, was wir damit vielleicht machen können. Weil, ja, ist schon eine interessante Sache, ne? Gut, im Normalfall hätte man sie weggeschmissen. Aber ich dachte mir so, mal gucken, ne? Wie sich das noch so weiterentwickelt, ob sich da noch irgendwas abwandelt oder wie auch immer. Aber, ja, okay, ich ziehe mal eben raus hier. Ein paar Würzelchen kommen da unten auch raus. So, das ist auch komplett durchwurzelt, das Ganze hier. Na, auf, jetzt sind bestimmt die Schärfe wieder weg. Okay, also das nehmen wir jetzt heute einfach so erstmal mit. Ne? Und ich gucke gleich mal, ob mir schon was einfällt. Das ist jetzt übrigens das erste Mal, dass ich hier genauer nachsehen werde. Das ist übrigens die Pflanze, die ich vorhin angesprochen hatte, die wir damals geschenkt bekommen hatten. Die hatte von Anfang an schon diese eingerissenen Blätter und hast du nicht gesehen. Ja, also sie wächst, aber ich sag's mal so, nicht so schön, wie es eigentlich sollte. Ja, das Ganze hier in der Selbstbewässerung, nachgemessen habe ich noch nie. Ich werde voraussichtlich gleich auch einen Blattschnitt machen. Mal auf, ich hole ihn mal raus hier, dass wir mal gucken können, wie das aussieht. Dass wir erstmal einen Anhaltspunkt haben. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Kann ich dir sagen, weil ich keinen Bock auf die Pflanze hatte mehr. Knapp über 1000 Mikrosiemens, das ist okay. pH-Wert, was schätzt du, was werden wir hier haben? Ich schätze mal 3, schätze ich mal. Mehr auf keinen Fall. Gehe ich jetzt mal von aus. So, der Wert sinkt schon. Ich nehme mal eben weg hier. Ja, da sinkt und sinkt und sinkt. Wir sind jetzt schon bei 3,6. Los, komm, geh runter. Ich habe gesagt 3. 3,5. Los, komm. Bisschen hoch. Hä? Okay, 3,5. Gut, wir sind bei 3,5. Also, ja, definitiv zu wenig. Ganz klarer Fall. Das Wasser wurde noch nie gewechselt. Hier wurde immer nachgefüllt. Eigentlich bei 500 Mikrosiemens. Das hat soweit ganz gut funktioniert, aber der pH-Wert ist tatsächlich auch hier zu niedrig. So, okay, jetzt müsste ich mal gucken. Die muss auch eigentlich umgepflanzt werden. Mensch, das ist so eine heftig große Pflanze. Also das ist, wird wohl nur noch Wurzel sein da drin. Hör mal auf, aber nach wie vor habe ich nicht so richtig Lust auf die Pflanze.
Ist so. Wir werden aber die Werte jetzt verändern. Ich mache mal kurz nochmal Gedanken, wie wir das machen. Und vorab nehmen wir uns nochmal die Kleine zur Brust, würde ich sagen. Mal gucken, wie es dann damit weitergeht mit der Peperomia Watermelon. Ja, so ist das. Ich meine, okay, sie ist gewachsen. Sie ist so gewachsen, wie sie vorher mal war. Okay, wie gesagt, hier müssen wir auf jeden Fall eingreifen jetzt dann. Doch mal. Vielleicht wird sie ja mal wieder. Schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp. Und ab. So. Dann haben wir jetzt mal einen Blattschnitt hier gemacht. Ach komm, wenn dann immer alle Blätter weg, hier sind auch noch ein paar. Das sieht zwar ganz schön aus, aber so. Jo, so ist das, ne? Erstmal alles weg hier. Dann kommen wir an der ganzen Geschichte auch besser dran. Und ist schon heftig, ne? Wird das Ding jetzt so wieder normal rauswachsen, wenn wir jetzt die Werte verändern? Oder was wird passieren? So, ich muss gleich noch mal ein bisschen nacharbeiten hier. Die langen Blattstiele noch. Obwohl, die können erstmal abtrocknen, dann kann ich die später abnehmen. Ja, pass auf, ich würde sagen, wir machen gar nichts hier. Doch schon. Aber wir werden sie nicht umpflanzen. Sondern wir werden einfach nur das Wasser verändern hier. Und wie? Wollen wir gleich mal gucken. Erstmal Wasser raus. Ja, mittlerweile auch fast ein Jahr her, das Ganze hier. So, wir werden jetzt auch hier die gleiche Variante machen wie vorhin. Also nur Leitungswasser aufgedüngt, dementsprechend mit 2 Milliliter von dem Grünpflanzen- und Palmdünger auf 1 Liter gerechnet. Ich gieße jetzt erstmal den Rest durch, den ich hier noch habe, damit ich das einmal spülen kann ein bisschen. Einmal sauber spülen. Hier machen wir dann doch mal, ne? Clean up im Prinzip. So, rühren, rühren, rühren. Und dann gibt mal die Suppe einmal raus hier. Okay. So, und dann befüllen wir das Ganze wieder und lass uns mal überraschen, wie die Pflanze jetzt darauf reagiert. Also das ist jetzt, ne? Das ist, also die, mit ist das jetzt echt die einzige Art, die wir haben, die jetzt so gar nicht will, wie ich das will. Ich meine fast ja, ne? Ich meine, sonst läuft ja alles ziemlich gut, ne? Aber hier die Peperomia Watermelon, also die haben rumgezickt, alter Schwede, ey. So, dann befüllen wir das Ganze ordentlich hier in der Selbstbewässerung, dunkeln das gleich auch wieder ab. Tja, okay. Und dann müssen wir auch hier jetzt demnächst dann doch ab und zu mal nachgucken, wie es genauer aussieht. Das heißt, ich werde die Pflanze, mal gucken, wohin schon, weiß ich jetzt gar nicht. So, weil eh alles voll steht, weiß Bescheid, ne? So, okay. Also, dann lassen wir uns überraschen, haben wir jetzt diese, die kannst du gar nicht mehr sehen, ne? Die Pilea hier. Peperomioides und die Peperomia Raindrop dann mal nur mit Leitungswasser aufgedüngt, dementsprechend etwas über 1000. Hatten wir vorhin 1200 oder so? Pass mal auf. So, okay. Nach langer, langer Zeit haben wir es jetzt einfach mal gemacht. Ne? Und dann lass uns jetzt echt überraschen, was damit passieren wird mit der Watermelon. Ob sie dann nochmal richtig kommt oder nicht. Gut, ich könnte sie jetzt auch erst nochmal umtopfen, damit sie nochmal besser wachsen kann. Aber ich will mir die Arbeit gar nicht machen. Denn ich muss gucken jetzt erstmal, wie sie reagiert. Wenn sie nicht gut reagiert, dann ist es sowieso. Dann hat die Pflanze hier das bei mir nicht geschafft, in dem Sinne. Weil ich da echt keinen Bock mehr drauf habe. Weiß Bescheid, so ist das manchmal. So, ich habe jetzt gerade mal nachgemessen, haben wir einen pH-Wert von 4,3, 1300 Mikrosiemens. So, wir schätzen jetzt hier auf den Untersetzer und machen die gleiche Chose wie mit den anderen jetzt gerade. Dementsprechend nur mit Leitungswasser aufgedüngt das Ganze, aber hier werde ich es einmal kurz durchspülen. So. Ja, und dann lassen wir uns überraschen, was für einen Effekt wir hier erzielen. Das ist nämlich mal eine sehr interessante Geschichte, wenn es uns denn gelingt. Ne? Dann bleibt das Ding jetzt auch hier im Untersetzer stehen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich sag's dir, du. Weil das ist jetzt so eine Pflanze, ne? Die Peperomia Watermelon, also Raindrop Watermelon. Ah, ist nicht so meins. Aber was soll's? Wer weiß. Ne? Vielleicht läuft es dann ja jetzt plötzlich ganz anders. Aber das Schöne an der Geschichte ist, das mal mitzunehmen, wie so eine Pflanze aussieht, ne, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dass wir das dann, ne, augenscheinlich auch sehen können und vielleicht dann auch in ein paar Tagen, in ein paar Tagen nicht, ich schätze mal in 3-4 Wochen, sehen können, ob es jetzt tatsächlich dann auch hier an dem pH-Wert lag, wobei ich davon ausgehe. Aber interessanterweise, also manchmal habe ich das Gefühl, wir haben anderes Leitungswasser. Also irgendwie, ne, das ist auf jeden Fall
Schon mal ganz merkwürdig. Oder sind unsere Leitungen hier durchgespült worden, weil wir viel Wasser verbrauchen und die früher hier gewohnt haben, so gut wie kein Wasser verbraucht haben, dass sich alles in Leitungen abgesetzt hat damals. Und heute sind sie alle durchgeballert, weil wir verbrauchen sehr viel Wasser, ganz klarer Fall. Nicht wegen den Pflanzen hier, ne? Nee, nee. Das ist ein Minimum davon, was wir verbrauchen. Das ist halt, ne, viele Personen. Duschen, Baden, ne, und Waschmaschine und hast du nicht gesehen. Da geht eine Menge Wasser durch. Okay. Ja, okay. Und im Sommer Pool draußen auch noch, ne? Da läuft auch eine Menge Wasser rein. Ich gehe fast davon aus, dass bei uns die Leitungen irgendwie freier geworden sind. Dass da die Ablagerungen mehr oder weniger geworden sind. Gehe ich jetzt mal von aus. Weil früher sah das irgendwie anders aus. Aber okay, komm. Theorie, weiß Bescheid. Richtig beweisen kann man es nicht, aber ich gehe fast davon aus. So, okay, dann Watermelon. Please, ne? Let it grow. Okay. Kommen wir zur nächsten Pilea peperomioides, der UFO-Pflanze. Das ist ein Schätzchen, das hatten wir damals abgeschnitten von der ersten, die wir vorhin gesehen hatten. In einem Lechuzertopf, in dem Orangenen. Und haben wunderschöne Stämmchen gewonnen. Richtig kräftig gewachsen, aber auch der macht seit geraumer Zeit immer kleinere Blätter. Ich habe gerade nachgemessen, pH 3,5, Mikrosiemenswert fast 3000. Also, was habe ich noch rausgegossen, damit wir gleich hier zum Ende kommen. So, und dann machen wir hier genau das Gleiche jetzt auch. Aber das ist schon eine interessante Geschichte, was sage ich dir? Ne? Also irgendwas ist da echt, muss ich sagen, nicht in Ordnung. Also heißt, vielleicht in dem Sinne schon, aber ich gehe fast davon aus, dass in der Leitung also echt Ablagerungen waren oder wie auch immer. Dass das heute irgendwie anders aussieht als damals. Okay, so, einmal rausgegossen und dann befüllen wir das Ganze jetzt wieder. Ich habe es gerade nochmal angesetzt. Ja, ich muss mal aufs Akku gucken gerade. Das ist gleich wieder alle. Aber ich hampel ja auch schon eine Zeit lang rum. Vor allem, ich frage mich immer selber, muss ich euch das zeigen? Oder nicht muss ich, sondern soll ich euch das zeigen? Soll ich euch das nicht einfach verheimlichen? Aber wir wollen ja was lernen. Wir lernen nur, wenn wir sehen, wenn auch mal was nicht richtig läuft, ne? Und woran es liegt. So, okay. Dann gucken wir auch hier, wie das mit dem Schätzchen dann jetzt weiterläuft. Aber jetzt muss ich mir das erstmal... Also, ne, kann ja mehr. Kann ich später machen, wenn ich mir Film selber angucke, morgen früh. Dann kann ich in Ruhe das aufschreiben, ausdrucken und dann draufkleben und gucken. Ja, nicht gucken, dann nicht mehr gucken. Dann ist vorbei mit gucken. So, okay, also ich weiß, das war heute jetzt ein bisschen heftig mal wieder. Ist auch nicht so interessant für jeden, aber was soll's, ne? Ist eine Serie und wir nehmen alles fortlaufend mit. Okay. So, das war genug Pilea peperomioides und genug Peperomia Raindrop für heute. Die zeige ich jetzt nochmal hier. Wenn sich noch daran erinnert, das war dieser gebogene. Ne? Den haben wir hier eingepflanzt, der steht allerdings mit sehr wenig Licht, der steht unter anderen Pflanzen tatsächlich auch, einfach nur um zu gucken, wie die sich dann so entwickeln. Ne? Sieht relativ gut aus, kleine Blätter ausgebildet und auch hier handhaben wir das jetzt wie bei den anderen auch, ne? Damit wir mal gucken können, wie die Pflanzen dann jetzt mit dem Wasser und dem Dünger dann dementsprechend zurechtkommen. Ich meine, insgesamt ist ja schon schön, sie wachsen, ist ja alles soweit okay, aber nach wie vor, ne? Am hellen Fenster wachsen sie tatsächlich am besten. Richtig schön kräftig. Also das ist eine richtig coole Sache. Also die Peperomia jetzt, ne? Das sind Pilea, darf man nicht vergessen. So, okay, ich würde sagen, das reicht für heute. War vielleicht ein bisschen viel auch, ne? Weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Aber wenn, wollte ich das doch jetzt alle komplett abgearbeitet haben. Ne? Nicht nochmal, sondern jetzt alles in einen Rutsch und dann ist gut damit. Erstmal. Und dann lass uns überraschen, wie die Geschichte in ein paar Wochen aussieht. Ne? Ja. Genau, siehst du wohl. Ach so, am Start sind jetzt wieder Avocados. Ich habe hier drei. Das sind dieses Mal richtig schöne, dicke Dinger. Ja, das ist die Sorte Hass. Das ist allerdings jetzt eine bessere Güteklasse in dem Sinne. Da kommen wir dann morgen und übermorgen zu, dass wir die dann auch vorbereiten, um neue Avocados heranzuziehen. Denn das macht richtig Spaß, weil die wachsen so genial. Aber auch hier möchte ich mir keinen Wald heranziehen, obwohl es ist, manche Sachen, die laufen so gut mittlerweile, ne? Und dann hast du so Kandidaten wie jetzt, wo man sich dann auch ein bisschen ärgert eigentlich, ne? Wobei man das Wissen ja eigentlich schon hat. Aber weißt du was, manchmal ist es auch gut, wenn man nicht sofort reagiert, sondern einfach alles mal so lässt und abwartet und dann so wie jetzt bei gegebener Zeit einfach mal eingreift, um das Ganze dann ja, im Prinzip neu zu starten, ne? Denn daraus lernen wir ja am meisten, weil es nutzt ja nichts, wenn alles rund läuft. Und ich würde sagen, 99% läuft ja rund. Aber so ab und zu mal so ein paar Pflanzen zu haben, wo es nicht rund läuft, ist ganz gut, ne? Dann könnt ihr, denke ich mal, auch selber sehen, wie das so abläuft, ne? Wenn es nicht rund läuft. Lol. Okay. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder.
Und mal gucken, was die Woche noch so bringt. Okay? Yippie-yay.